glaube, in der Nacht will ich gar nicht wissen, was die hier rumläuft. Ne? Große, böse, alte Männer, die gerne mit Kindern spielen. Fleischwunde. Das ja, die laufen auch manchmal rum. Fleischwunden. Wilde Fleischwunden sind oftmals sehr scheu. Um sie zu jagen, bedarf es viel Training und Erfahrung. Jeder, der sie jagen möchte, muss in ganz besondere Gebiete laufen. Diese Gebiete sind besonders, weil es besondere Gebiete sind. Ich finde, ich sollte Dokusprecher werden. Nicht so. Hier, da, sehr gering. Aber es ist getroffen worden. Fußspuren trabend. Nein, ich hab's geschissen. Was ein Riesenhaufen Scheiße. Mhm. Kleine Jurassic Park Anspielung. Ich glaube, hier gibt es auch Dinosaurier, die einfach mal so einen riesen Kackhaufen hinmachen. Da! Oh Gott! Oh Gott! Au! Oh mein Gott! Das Also jetzt raus. Trabend. Das hat sich einfach schon wieder beruhigt nach dem Kopfschuss. Ist ein Zombie-Reh, Tier. Ich hab dem. Ich war dem mindestens den Kiefer weggehängt. Boah, das ist relativ brutal. Ja, relativ. Es wollte uns töten. Du hast ein wunderschönes Doppelpunkt 3 in deinem Namen. Ja. Das ist der Grund, warum keine Dinge kommen. Egal wie still wir sind, sie sehen unsere Name-Tags. Alles klar, ja moin. Irgendein Bruder rage da drüben. Ich hab einen Vogel getroffen! Wo ist der Vogel hingeknallt? Junge, wo ist das Dreckteil? Hä? Und Mann, da bin ich voll stolz, einen Vogel getroffen zu haben, dann bekomme ich den nicht. Ich packe meine Geschichten aus, was viele nicht wissen. Ich war damals, 1952, war ich ein begnadeter Jäger. Jeder im Landkreis kannte mich. Da war ich noch unten in Mitteldeutschland, im Schwarzwald und so, da war ich. Was ich gejagt habe, das glaubst du gar nicht. Ich hatte noch so ein Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war mein Wunschgewehr, das war mein Traumgewehr. Mit dem habe ich alles bestanden. Und dann gehe ich in den Wald und da war ein riesiger Bison. Ja, damals gab es noch Bison im Schwarzwald. Der war so um die 3 Meter groß. Er war riesig. Oh, hier ist ein Tannenbaum, lass ihn schlagen. Noch ist ja Dezemberzeit noch nicht rum. Das war das letzte Exemplar seiner Sorte. Und wie ich das getötet habe, das war ein Kampf. Erst, ich ziele an. Ich hatte den Finger am Hahn. Das Gewehr ging nicht los. Aber dann habe ich geschossen. Und ich habe das Korn in die Flinte geworfen. Die Flinte ins Korn geworfen. Das Korn in die Flinte geworfen. Ich weiß, ich habe das Korn in die Flinte geworfen. Aber dann war ein Tiger hinter mir. Oh, der Tiger. Ich bin ganz knapp ausgewichen. Der sprang los aufs Bison. Bison war tot. Oh, lol. Ich wurde getötet. Ja, von dem Bison. Von dem fucking Bison. Ich bin... Wo bin ich? Ich bin an unserem Lager gespawnt. Really, Nick? Lol. Nein, ich bin... Die Viecher sind zu stark für uns. Ich war damals... war ich auf Tigerjagd. Das war dann wieder 1966. Ja, die Tigerjagd im berühmten Mongo-Kongo. Mongo-Kongo. Ja, das ist kein Scheiß. 62 war, das war mein Jahr. Aber diesmal habe ich nicht denselben Fehler gehabt wie beim letzten Bison im Schwarzwald. Nein. Ich war richtig gut dabei. Ich war richtig männlich, richtig heroisch. Da war nämlich
Ja. Ich ging da lang. Und eine Hitze, sag ich dir, das war heiß. Heißer als sonst was. Ist ja auch der Mongo-Kongo, ne? Ja, ja, klar. Ich habe auch keinen Königstiger oder so gejagt. Das war ein besonderer Tiger. War der Mongo-Tiger. Hat seinen Schwanz am Kopf und seinen Kopf am Hintern. Ah, warte mal. Nee. Genau. Jedenfalls, ich war den dann am Jagen und der war heiß begehrt. Sein Fell, daraus konntest du einen Panzer bauen, aus diesem Fell. So robust war das. Naja. Nicht mal der Tiger 2 konnte was dagegen aushalten. Er war aber war irgendwie konkurrenzwürdig. Und dann war ich da am Jagen und da war da ein Fluss. Da wollte ich mich hinknien. Fiel mir ein, ich kann gar nicht beten. War Mongo Kongo? Bin selber ein Mongo im Rollstuhl. Und dann spürte ich nur so einen Fauchen, so einen Atem, so ein im Nacken. Das war ein lauwarmes Hauchen. Komm, wir gehen weiter jagen. Dann habe ich mich umgedreht. Und da war da ein Mongo-Tiger. Mongo-Tiger. War ein Baby-Mongo-Tiger. Ja? Sah auch genauso aus wie eine Krankheit. Ja, man kennt ihn. In Mongoasien. Mongoasien. Ja, genau. Das, wer kennt den Mongoasien nicht? Ja. Also nehme ich drehe mich um. Ich bin natürlich Krüppel, ich kann mich ja nicht bewegen, aber ich nehme mein Messer und drohe ihm. Komm mir nicht zu nah! Oder ich zeig dir das Messer! Genau so musst du dir das vorstellen. Und er nahm die Hände hoch und schrie Hilfe. Ja! Der ist weggerannt. Der Tiger ist weggerannt. Aber das war mir nicht genug. Nein, ich rollte hinterher durch den Mongo-Kongo. Ist das ein Fluss? Über die Holzstämme von. Das berühmte Stämme, das sind Mongo-Bäume. Aus dem Mongo-Kongo. Und dann rollte ich darüber. Über Kümmel und Korn. Und wirf mein Messer und hab den Tiger erledigt. Mann, das war eine tolle Zeit damals. 1999. Und 1999 kann ich auch was erzählen. Da war ich auch jagen in Norwegen. Wollten wir Hirsche jagen. Mhm. Hat einer gesagt, ja, nimmst du die Gabel vom Hirsch. Hi. Moin. Und ich habe erstmal gefragt, was willst du mit einer Gabel? Warum eine Gabel? Ich hätte eine Gabel. Ja, Löffel haben ja die Hasen. Daraus kannst du sogar Suppe essen. Aber die Gabel vom Hirsch. Und dann meint er, das ist der berüchtigte Gabelhirsch. Der hatte kein Geweih. Der hatte Gabeln. Das war eine große Gabel. Das war nicht mal der. Man nannte ihn nur Gabelhirsch, aber sein richtiger Name war Peter. Ist Schwanzus Hirschlus. Ich sehe es kaum an der Karte, wie diesen Namen einfach während der Geschichte vergessen. Nein, Schwanz des Hirschlus kann ich mir merken. Das war nämlich ein berüchtigter Gegner, der hat mich im Schach geschlagen. Nämlich war er dann da, guckte mich an. Und sagte erst, ich wollte da lang, ne, es war der Eingang zum Wald. Und der Hirsch stellt sich auf. Du kommst nicht rein. Ich so, warum komme ich da nicht rein? Er guckt dich an. Schuhe Arsch, Hose Arsch, Gesicht Arsch, alles Arsch. Du kommst nicht rein. Da liegt ein totes Viech, übrigens. Wo? Hier. No joke? Hä? Ich will's haben. Ich hol's mir. Ja, mach du. Hä? Sag mal, wo wir getroffen haben. Das interessiert mich jetzt. Lol. Genauso lag auch der Hirsch am Ende. Muskel, 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 Muskel. Haben wir das getötet? Ja. Haben wir. Okay. Wow. Nehme ich an. Nice. Oh, ach du Heilige. Okay, den nächsten. Also, aber später, als der Hirsch dann sagte, Schuhe Arsch, Hose Arsch, Gesicht Arsch, als Arsch, kommst du nicht rein, drehe ich mich um. Und dann höre ich nur so ein. So Anger Fist höre ich dann. Eins. Lol. Hä? Das hast du alleine getötet. Muskelmark 99%. Wow. GG, bitte sehr. Ja, moin. Und dann gehe ich wieder um und dann ist er ein tanzendes, sexy Eichhörnchen. Lass mal lieber nach da laufen. Okay. Den Hirsch habe ich am Ende erschossen. Mit einer großen Flinte. Den Schwanz des Hirschlus.
Ja, ja. Meine Jagdzeit. Ich ging einfach zwei Büffel rum. Ich nenne jetzt aber Büffel. Irgendwann werde ich so ein Tier einspinnen, das nenne ich den Albert.